Internet, hier ist wieder Belgenzack für euch und willkommen endlich wieder zu einem One Piece Video. Und zwar zur Kapitelbesprechung von Kapitel 979 und 989. Meine zwei. Warum das jetzt erst? Ich habe ja ein paar von euch vielleicht mitgekriegt, ein sehr aufwendiges One Piece Video gemacht. Da habe ich mir Pause gegönnt danach. Und dann machte Oda jetzt auch wochenlang mal wieder hin und wieder Pause. Und deswegen hat sich das alles so ein bisschen gezogen und ich hatte nicht so den Elan. Aber hey, jetzt geht's wieder weiter mit One Piece. Und weil es jetzt schon zwei Kapitel da sind, haben wir gedacht, ich mach das einfach in eins weg. Und wir starten jetzt mit Kapitel 979. Man sieht jetzt hier halt, die Tontatas sind da irgendwie auf dem Weg und sehen da anscheinend gestrandet oder in Seenot den Vater von Chiffon und von Lola. Das heißt, da wird es anscheinend irgendwie eine Interaktion mit denen geben. Das ist ja dieser Riese, den Strohbande auf Whole Cake Island getroffen hat. Also, ja, ist ein nettes kleines Ding. Mal sehen, wie es da so weitergeht in der Cover Story. Aber viel interessanter, was ist mit den Strohhüten? Nochmal eine kurze Zusammenfassung von Oda kommt hier am Anfang. Also, Orochi ist gerade am Saufen. Er denkt, sein Plan hätte funktioniert. Er weiß nicht, dass Kinemon, Denjiro, die ganzen Samurai, das Trafalgar Law, dass die Kid-Piraten und dass die Strohpiraten auf dem Weg sind, Kaido und Co. so richtig schön die Fresse zu polieren. Und man sieht jetzt hier auch die anderen Charaktere, wie sie das Outfit der Beast, der 100 besten Piratenbande tragen. Ich finde immer noch, das sieht super, super weird aus. Hier sieht man nochmal die Aufstellung. Wer von vorne reingeht, wer links rumgeht, wer rechts rumgeht. Law geht hier von der Hinterseite. In der Mitte von dem Totenschädel ist halt das Schloss von Kaido. Und da wird er mit Orochi halt gerade saufen. Und man sieht ja auch, Momonosuke sucht nach einer Chance, Kanjuro zu entledigen. Würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn Momonosuke Kanjuro selber umhaut. In einem Twist irgendwie, dass es gar keinen richtigen Kampf gibt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass Kinemon einen Kampf gegen Kanjuro bekommt, aber wenn ich mir hier so sehe, dass Momonosuke anfängt zu überlegen, wie er vielleicht fliehen kann oder er das Messer sieht, vielleicht kommt es auch gar nicht zu einem Kampf. Wäre so ein bisschen wirklich Ironie, dass der kleine, schwächliche Momonosuke dann tatsächlich später seinen Führer, den größten Verräter Kanjuro, halt selbst besiegt. Vielleicht ist das ein Foresharing von Oda, mal sehen. Jedenfalls sieht man hier halt die Beast-Piraten, wie sie krass am Feiern sind und sich besaufen und Spaß haben. Und draußen haben endlich mal wieder die Strohhüte Spaß. Das sind genau solche Szenen, die ich so liebe an One Piece und die gefühlt in den letzten Jahren viel zu kurz kommen. Das ist so wunderbar. So, Franky packt erstmal wieder sein Nashorn-Motorrad aus und sein Schildkrötenpanzer für Chopper. Mega cool und alle so voll so, ja, das ist mega krass, yeah, yeah, yeah. Und dann auf einmal so Franky so hier, so sag mal, wo ist denn eigentlich Ruffy, ne? Naja, er hat gesagt, als Oysters und seine Crew halt von vornherein reingerannt sind, einfach hat er gesagt, ja, die haben doch keine Ahnung, was Kinemons Plan ist. Keine Ahnung, wir kriegen die zurück. Und alle direkt total empört. Ja, das macht es doch nur noch schlimmer. Ne? Dann Jimmy so, ja, Moment mal. Aber Zoro hat dann auch noch gesagt, von wegen, ja, Ruffy macht es doch nur noch viel schlimmer. Ich werde ihn aufhalten. Ne? Und er verwirrt sich doch einfach nur. Alles empört. Richtig lustig. So. Die beiden größten Deppen laufen nach vorne und machen alles schlimmer. Herrlich. Und Jimbe kennt diese Dynamik noch gar nicht so richtig. Er ist jetzt gerade frisch dabei und er weiß noch gar nicht, auf was für eine Scheiße er sich hier eingelassen hat mit der Strohbande. Das finde ich sehr schön. Und dann auch hier so, Sanji so, ah, ich fahre beim Panzer mit, ne? Nami-Line und so weiter. Und, nee, wir sind schon voll. Und sein Gesichtsausdruck ist so schön. Der Gesichtsausdruck von Sanji hier, es ist herrlich. Diese Mischung aus, ich möchte Lysop töten und ich bin hemmungslos enttäuscht. Das ist so schön. Und dann Franky, eine ähnliche Situation, sagt halt so, ey, auf meinem Motorrad, wie wär's? Willst du nicht mitfahren? So, ne? Und daneben steht halt Robin. Und hier kann man auch sehen, also ich finde, das Outfit sieht bei Jimbe sowas von weird aus. Und Robin daneben. Die sehen aus, als wären die halt straight in so einem Bondage S&M Club irgendwie. Na, Robin ist hier die Domina und Jimbe ist irgendwie ihr Sklave. Es ist super weird. Also, die hat auch quasi nichts an. Also was zur Hölle, oder? Also absoluter Fanservice und wahrscheinlich auch so ein
so ein Move, einfach nur mehr Merchandise verkaufen zu können, neue Figuren, Peace-Figuren in Japan rauszubringen, die dann dieses Outfit haben. Aber okay, jedenfalls richtig geil. Frankie bietet hier den Platz an und nicht Robin setzt sich hin. Einfach so, Brooke. Ah, das ist doch sehr nett von dir, ne? Warum sitzt du jetzt hinten? Der hintere Platz ist für die Chicks, Mann, ne? So ein bisschen Bonding-Time für uns beide Typen ist doch auch cool, ne? Das ist richtig geil einfach. Herrlich, herrlich. Naja. Und Robin und Jimmy bieten dann quasi einfach die Nachhut. Bilden dann halt einfach die Nachhut. Und man sieht hier, die Tobi Ruppo sprechen mit Kaido. Und er sagt auch hier von wegen, wer hat euch denn eigentlich hierher geholt? Und man sieht tatsächlich, dass es King war. Und ich finde, in dieser gesamten Szene, wo hier wo Kaido mit seinen Crewmitgliedern spricht, hört man so eine gewisse Dynamik raus. Es kommt halt raus, im Prinzip, dass sie alle scharf sind auf einen höheren Posten. Und sie können den höheren Posten nur erreichen, wenn sie jemand anderen, der den hohen Posten halt gerade hat, schon umnieten können. Und das ist eine wirklich interessante Dynamik. Ich sag dazu später aber auch noch was. Was mir hier aufgefallen ist, hier wird wieder ein neuer Charakter dann vorgestellt, die irgendwie von oben runtergesprungen kommt. Das ist Bao Huang. Und ich habe sofort an die Yiga von Breath of the Wild gedacht, an die Chica von Zelda. Und die hat hier dieses Augending, hat irgendwie so eine Papiermaske auf, ist glaube ich eine Anlehnung, wenn ich mich nicht täusche, an Yangshi, an chinesische Zombies. Ich kann mich aber auch irren. Aber dieses Auge ist halt auch auf der Brust, hier sieht man es unten, von Who's Who. Auch ein sehr seltsamer Name. Und da ja anscheinend die Banden in der 100 besten Piratenbande aufgehen, halte ich es mal für sehr wahrscheinlich, dass die vorher in seiner Bande war. Und ja, ein kleines Side-Note, ne? Vielleicht wird das ja nochmal wichtig in dem Arc. Und dann sieht man, Ruffy geht halt zu der Party. Sieht, die sind alle mittlerweile schon richtig besoffen und sind so besoffen, dass sie sich daneben benehmen und mit dem Essen rumschmeißen. Hier die Ushiruku werden hier einfach auf den Boden geschmissen, wo Ruffy sich halt direkt an Otama erinnert und ja, die muss ja leider Hunger leiden in Wano. Und die Otama hat ja die Ushiruku super lecker gefunden und man sieht es einfach an Ruffys Blick. Ich liebe diesen Blick. So, shit just got serious. Und damit ist tatsächlich dieses Kapitel schon vorbei. So viel passiert da eigentlich gar nicht. Aber im nächsten Kapitel geht's so richtig rund. So, kommen wir jetzt zu Kapitel 980. Da sehen wir am Anfang direkt, Lola trifft da den Typen und sagt, hey, willst du mich heiraten? Anscheinend findet Lola jetzt endlich mal wirklich einen Ehemann. Ich würde mal vermuten, in der nächsten oder übernächsten Cover-Story sehen wir dann sowas wie, dass sie sagen, ja, okay, wir haben uns jetzt verlobt, super. Dann nochmal eine Cover-Story kommt wahrscheinlich, dass sie mit ihrem Vater wieder vereinigt werden. Und dann feiern sie als schöne Familie, der Vater von den beiden Schiffern und von Lola, zusammen mit Bege und feiern dann eine große Hochzeit und alle sind happy und dann ist wahrscheinlich diese Cover-Story auch vorbei, schätze ich einfach mal. So, auf Wano geht's dann weiter, so richtig rund. Ruffy direkt, Gear 3rd Elefantenpistole, bam, bei dem Typen komplett von oben. Also das, was für ein Druck, ist sehr schön, dieses überzeichnete Comic-mäßige, was Oda jetzt mal wieder macht dazu, Ruffys Aggression, finde ich richtig cool dargestellt, bam. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Pirate Warriors gespielt, ich sehe es förmlich vor mir, wie die Animation passiert. Das Ganze wird von Queen beobachtet. Die denken am Anfang noch von wegen, her, das ist einfach nur so ein kleiner Aufruhr, ne? Und Kid dann auch einfach nur so, was glaubt der denn, was der da tut? Was so ein Scheiß, ne? Aber gut, okay. Das können wir ja nutzen, um unbemerkt quasi nach vorne zu preschen und dann einfach dieses ganze Gebäude, dieser Turm wird einfach aufgeschnitten. Ne? Und well, way to go. You just had to cause a scene. I heard the noise in the disc and I walked straight into this direction to see. Und Ruffy so, hä, was? Wer meckert denn da jetzt? Und das ist einfach fucking Zorro so. So, das ist so schön, dass Zorro einfach hinkommt. So, diese Ironie, das er gar nicht versteht. Weißt du, er regt sich über Ruffy auf, dass er direkt jetzt hier auf den Putz haut und die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Mars regelt seinen Captain. Ja, und merkt gar nicht, dass er selber noch einen viel größeren Radau macht, wenn er einfach einen ganzen Turm zersäbelt, so. Ne? Und Kid kann es auch nicht fassen. Finde ich richtig, richtig schön, ne? Diese Crew ist ein einziger Witz, so. Ne? Und Ruffy auch so, ja, die haben das Ushiroku hier verschüttet, ne? Und das auch noch hier mit Absicht, ne?
Und dann zaubert nur. War das Oshiroku? Okay. Ja, ja, okay, jetzt ist alles klar. Ich schneid die Wichser auf. So, jetzt ist Zoro auch sofort auf 180. Super, super cool, ey. Finde ich super, die Dynamik zwischen den beiden. Das ist cool. Im letzten Kapitel und jetzt auch in diesem Kapitel halt, kriegst du wieder einige Momente, wo einfach die Strohhutmitglieder miteinander so ein bisschen bonden können. Und das, finde ich, braucht es bei One Piece seit langem mal wieder. Und ich hoffe, wir sehen in den nächsten Kapiteln noch viel mehr davon, Interaktion von den beiden. Ich denke da an solche Sachen wie damals auf Enies Lobby, die Dynamik mit Lysop und Sanji oder Lysop und Ruffy dann und so. Das war alles sehr cool. Oder Chopper und Frankie mit dem Kühlschrank und so. Solche Momente möchte ich hier auch in Wano haben. Hoffe ich, dass das passiert. Und bisher sieht es tatsächlich auch danach aus, dass es so oder ähnlich passieren könnte. Der Kampf wird dann bemerkt von Scratch mit Apu. Ich hasse den Typen. Ich finde den mega dumm. Also ich mag den überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr mir unten mal in die Kommentare schreiben. Ich bin echt kein Fan von dem. Ich finde, der sieht einfach dämlich aus. Ich finde, der hat dämliche Kräfte. Wobei ich mir auch immer noch nicht sicher bin. Ich weiß gar nicht, ist das bestätigt, ob seine Kräfte eine Technik sind, die er drauf hat, oder ob das eine Teufelsfrucht ist. Ich glaube, es ist wirklich eine Teufelsfrucht, ne? Ich müsste jetzt aufs OP-Wiki gucken, um das genau zu wissen. Aber könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst, ne? Und Apu kriegt das halt mit und sagt halt direkt so von mir, ey, das ist Strohhut Ruffy und Pirate Hunter Zorro, was sollen wir denn machen jetzt hier? Und Queen nutzt das halt als Chance, um die ein bisschen auszupowern und auch ein Festival daraus zu machen und sagt, ey, wer es schafft, die hier zu fangen oder zu killen, der darf einen Kampf machen und gegebenenfalls in der Rangordnung aufsteigen. Und das meine ich, ich finde, das ist so ein bisschen sehr so ein Verhalten, was ich mir vorstelle, was bei der Piratenpanne von Roxy Zabek auch war. Wir wissen ja mittlerweile, dass Kaido auch zusammen mit Big Mom und so weiter Teil dieser Piratenbande war. Und ich persönlich könnte mir einfach vorstellen, dass das etwas ist, was da so an der Tagesordnung war. So wirklich piratenmäßig. Ja, du willst den Boston haben? Ja, dann fordere ihn heraus. Wenn du ihn killst, dann bist du der Nächste. So, ne? So richtig dreckige Piraten einfach, ne? So, die eine komplette Anarchie leben und auch eigentlich nicht freundschaftlich miteinander umgehen, sondern eine Zweckgemeinschaft haben, wenn du so willst. Und das fühlt sich vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich habe mir schon mal gedacht, wie wäre es denn, wenn in den Rocks-Piraten damals, was seltsam ist ja, dass du neben Shiki, neben Big Mom, neben Kaido und anderen großen Kalibern hast du einfach Whitebeard. Und Whitebeard ist der einzig nette Dude von den Charakteren, die du sonst noch so gesehen hast. Ich habe mir schon mal gedacht, was wäre denn, wenn Whitebeard nur in diese Piratenbande geraten ist, wegen einem Devilback-Fight. Kennt ihr doch den Devilback-Fight mit den Foxy-Piraten? Das wäre richtig cool, wenn später irgendwie rauskommt, dass Whitebeard nur durch den Devilback-Fight bei den Rocks-Piraten gelandet ist und bei der ersten Möglichkeit, wo er dann raus konnte, auch wirklich dann halt da raus ist. Aber naja, jedenfalls sehen wir halt, die kämpfen gegen die, es geht los und dann fängt hier Apu halt ein, fängt Apu an, seine Kräfte zu benutzen hier. Und ich finde das seltsam. Also seine Zähne, Ding, 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 mit Klaviertasten haut er sich auf den Kopf, dann trommelt er. Und auf einmal sieht Ruffy halt auch diesen Schlag quasi nicht kommen. Und puff, das muss anscheinend so eine Wucht sein, dass er bei einem nächsten Schlag einfach noch gleich schon K.O. geht. Zorro wird hier geschnitten. Also wenn Zorro und Ruffy, ja, die größten Kaliber in der Strohhutbande, dass quasi schutzlos den ersten Attacken ausgeliefert sind, das zeigt halt echt, was für eine Hausnummer anscheinend auch Scratchman Apu ist. So, ich meine, es passt irgendwo, weil er gehört auch zur schlimmsten Generation. Er spielt eigentlich mit Ruffy und Zoro grob in einer Liga mit, ne? Sie alle gehören zur schlimmsten Generation. Aber ich glaube, der wirkt hier im ersten Moment erstmal ein bisschen zu stark. Aber ich glaube, er hat einfach hier den Überraschungsmoment auf seiner Seite. Dass er hier Boom macht und Ruffy ist schon so gut wie K.O., dieses Bild. Das fand ich heftig und Zoro reagiert auch gleich so, ey Ruffy, was ist los? Mal sehen, wo der Kampf noch hingeht. Ich hoffe einfach, dass es nur so das Überraschungsmoment war und dass jetzt Scratchman Apu nicht auf einmal super stark dargestellt wird. Und dann muss tatsächlich Zoro die Flucht ergreifen. Also man merkt hier, und er sinniert auch quasi in dem Monolog, okay, das ist jetzt echt krass. Man merkt, dass die Charaktere hier, dass die Gegner echt was drauf haben und es sind wirklich viele. In dem Moment wird vielleicht Zoro so ein bisschen bewusst, okay, fuck, das wird echt nicht leicht, was wir hier vorhaben. Und das wird echt schwer. Aber Ruffy kommt dann relativ schnell wieder zu sich. Und der Hund, dieser Smile-Nutzer, der irgendwie so eine Wolf-Smile oder sowas hat, oder Krokodil oder was auch immer das ist, ich weiß es gar nicht hier, kommt halt und dann
anstelle davon, dass er weggesnackt wird, snackt halt Ruffy ihn quasi weg. Sehr schön gemacht. Und fuck yes, thank you. Sie haben ihr komisches Bondage-Outfit jetzt endlich weg und sind wieder in ihren normalen Klamotten. Und Ruffy hat immer noch den Mantel. Ruffy hat immer noch den Kapitänsmantel. Yes! Dankeschön. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt sein festes Outfit bleibt und ist und dass er den jetzt regelmäßig tragen wird. Hoffentlich. Bitte, bitte, bitte. Apo macht halt weiter und sie wissen noch nicht so richtig, wie sie in dem Kampf halt gegen ihn bestehen können, weil sie auch seine Kräfte, glaube ich, noch nicht verstehen. Ich denke, wenn sie erstmal verstanden haben, wird's auch einfacher, gegen ihn anzukommen. Aber passenderweise, die Retourkutsche kommt, äußerst Kid. Kid ist ja nur im Gefängnis gelandet, weil Apo ihn verraten hat. Und sehr schön, dass er jetzt quasi ankommt und einfach mit einer riesigen Hand, die einfach mal in die Wand batscht. Ja, ich glaube, auch hier ist es das Überraschungsmoment, weil Apo steht halt hier zur Seite, hat den Fokus auf Ruffy und Zoro und dann kommt Kid von der Seite und da kann ich mir schnell genug ausweichen. Vielleicht ist es auch so, dass seine Kräfte nur dann gut funktionieren, wenn er wirklich das Ziel ist mit Vorbereitung. Er muss ja erstmal das Lied spielen und das ist jetzt schon in die Richtung von Ruffy und Zoro geschickt und deswegen kann er darauf nicht reagieren. Nur meine Mutmaßung, keine Ahnung. Aber ja, Kid zeigt auch hier, warum er quasi einer der schlimmsten Generationen ist. Und ich finde es auch gut. Ich hoffe jetzt, dass tatsächlich Kid in dem kurzen Schaukampf erstmal Apo platt macht. Dass er einen Moment hat, wirklich zu leuchten. Weil ich weiß, dass Kid ein Fan-Favorite ist. Aber streng genommen hat er in der Story von One Piece noch nichts gerissen. Wir haben noch nicht mal einen richtigen Kampf von dem gesehen und so. Wir wissen zwar einige Background-Infos zu ihm, wie zum Beispiel, dass er den Arm gegen die Rothaar-Piraten verloren hat und so weiter. Aber ansonsten ist nicht viel mit ihm. Und er hatte auch vor dem Timescript, war er der einzige Pirat, der, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ein höheres Kopfgeld hatte als Ruffy. Von daher ist das berechtigt, dass der jetzt hier so auf die Kacke haut und ich bin gespannt, was es da noch für Kämpfe geben wird. Es ist schade, dass One Piece jetzt gerade wegen der bekackten Corona-Situation so viel pausiert. Aber hey, das Leben ist kein Ponyhof, ne? Es ist eine gefährliche Situation, da muss man halt so mit umgehen. Ich hoffe nur, dass Oda die Zeit nutzt für diesen, wie soll man sagen, verlangsamten Release jetzt, der jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich auch noch stattfinden wird, wirklich sich genau zu überlegen, was er hier macht und dass er die Kämpfe anständig aufbaut, dass das Powerscaling noch passt, dass es nicht zu absurd wird, das hoffe ich wirklich, ja. Mal sehen, was er daraus macht. Noch ein kleines Easter Egg, das ist mir nicht selber aufgefallen, habe ich auf Twitter gesehen. Tatsächlich hat Oda, der ist anscheinend ein bekennender Fan von Pokémon und auch von dem, ganz besonders von dem Pokémon Melmetal. Und tatsächlich hat er einmal hier und einmal hier Melmetal als Easter Egg, das Pokémon Melmetal, hat er hier reingezeichnet. Da sieht man es, ne? Hier ist der Kopf und hier ist es quasi das kleine squishige Ding, was da dran hängt. Mit den Händen und hier genauso. Hier ist der Kopf und hier ist das squishige Ding ins Bums. Müsst ihr das Video auf jeden Fall groß machen, damit ihr das erkennen könnt. Aber ja, Melmetal ist da drin als Easter Egg. Ist lustig. Von Pandaman zu Pokémon. Was kommt als nächstes? Keine Ahnung, oder? Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das nächste Kapitel. Wie haben euch die beiden Kapitel gefallen? Schreibt mir das unten in die Kommentare. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, sage ich. Tschüss und hauen Sie Bounce. Wenn ihr mir ein Abo dalasst, wäre das super nett. Schaltet die Glocke ein, um immer zu wissen, wann ich was Neues hochlade. Besucht mal meinen Twitch-Kanal. Ich mache auch viel auf Instagram und Social Media. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord.